Haben Sie gewusst, früher ist das Vieritram nicht einfach am Escher-Wiesplatz vorbei, sondern direkt aufgefahren ins Zentrum von Wipkingen. Grüezi und willkommen zu der Zürichserie, haben Sie gewusst. Aber nicht nur das Tram, sondern auch der Zug ist in Wipkingen früher anders verkehrt. Einer, der das wird wissen, ist der Felix Hunziker. Er ist 1989 der letzte Stationsvorstand vom Bahnhof Letten gewesen. Das Büro ist bis dahinter gegangen und dann dort hat es einen anderen Wahrsaal gehabt. Ja, der ist das noch drinnen, oder? Der ist auch noch drinnen, ja, ja, der Wahrsaal. Ja. Der Wahrsaal ist zwar noch da, gebraucht wird er aber nicht mehr von Passagieren, sondern von der Redaktion vom Magazin für Reisekultur Transhelvetica. Vor fast 30 Jahren war Felix Hunziker noch Chef im Haus. Als letzter Stationsvorstand hat er mit seiner Familie hier oben gewohnt und unten gearbeitet. Es war eine schöne Zeit und eben die Familie daheim. Von dem her möchte ich sie nicht missen, die Zeit. Der Bahnhof Letten war bis 1989 in Betrieb und das fast 100 Jahre lang. Es war die Verbindung zwischen dem HB Zürich über den Letten bis auf Stadelhofen und weiter am See entlang. Die Züge am Morgen, die Abend, die waren natürlich gut besetzt. Wir hatten da ziemlich Leute, Passagiere vom See oben runter, die hier im Kreis 5 geschafft haben und dann über das Brückline dort sind arbeiten. Mit der S-Bahn und dem Hirschengraben-Tunnel als direkte Verbindung zwischen HB und Stadelhofen hat es den Bahnhof Letten nicht mehr gebraucht. Er ist stillgelegt worden. Schon gleich das Areal ums Bahnhöfli mit Dorfcharakter Schauplatz worden von der brutalen Zürcher Drogenszene. Eine andere Haltestelle, die es in Wipkingen nicht mehr gibt, ist hier am Röschibachplatz. Bis 1964 war der Dorfplatz von heute Tram-Endstation Nordbruck. Die Linie 4 ist vom Escher-Wiesplatz auf und über die Röschibachstrasse bis ins Zentrum von Wipkingen gefahren. Der Bruno Gisler vom Verein Trammuseum Zürich kennt die Geschichte der Wipkinger Tramzeit bestens. Neue Arbeitsplätze in der Hartturmstrasse sind die Schuld, warum die Tramverbindung auf Wipkingen aufgegeben worden ist. Und die Linie 12, die dort gefahren ist, ist mit 82 Wägeli gefahren, die einfach nicht mehr haben, den Verkehr bewältigen in den Spitzenzeiten. Also hat man die Idee gehabt, den Vierer in Hartturm abzuleiten mit den grossen, grümmigen Wägen, um den Verkehr auffangen. Das Einzige, was an den Platz von 1964 erinnert, ist der Brunnen. Alte Aufnahmen zeigen ihn an einem anderen Ort. Der Brunnen ist in der Mitte der Schleife gestanden, zusammen mit der Telefonkabine und einem Briefkasten. Zwar hat Wipkingen mit dem Abbau von der Tramlinie wieder einen Dorfplatz bekommen, gewünscht ist das von der Bevölkerung aber ganz und gar nicht gewesen. Es hat heftige Opposition gegeben. Gegen die Einstellung dieser Tramlinie. Man hat gefunden, der Lebensnerv werde abgeschnitten. Es hat auch Petitionen gegeben, unter anderem vom Landesring der Unabhängigen, wo dort mal noch eine bedeutende politische Kraft war. Er hat sich mit einer Petition und Unterschriftensammlung gewehrt dagegen. An der Wasserwerkstrasse, gerade unter der Kornhausbrücke, zeigt Felix Hunziker auf ein fast schon geheimes Überbleibsel aus den Zeiten vom Bahnhof Letten. Das war die Unterführung. Praktisch der einzige Weg im Kreis 5 über den Limmerplatz durch. Die meisten Leute sind hier unten durchgegangen. Heute ist die Unterführung ein Club für Subkultur, wo unregelmäßig Konzerte und Partys stattfindet. Er heisst Umbo und wird von einem Verein geführt. Der Schotter wäre noch da. Man könnte noch ein Gleis wieder anlegen. Nach der Räumung der Drogenszenen ist das Areal aufgewertet worden. Der Tunnel beim Jugendkulturhaus Dynamo ist seit 2004 zu. Es war ein Plan da, für Velowege zu machen, aber es war zu gefährlich. Das Tunnel sanieren hat zu viel gekostet. Und das ist dann das Endprodukt jetzt mit der Mauer da hinten. Man hat es aufgefüllt und zugemauert. Ein Eisenbahnwagen steht zwar immer noch auf der ehemaligen Gleisführung. Die meisten Besucher vom umfunktionierten Restaurant werden sich aber kaum bewusst sein, dass es sich bei dieser Zugkomposition um ein deutsches Modell handelt, das gar nie beim Bahnhof Letten verkehrt ist. Haben Sie gewusst, das war der letzte Teil unserer Zürich-Serie? Haben Sie eine Sendung verpasst, können Sie die nachschauen auf telezürich.ch.